Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sandys Happy Place. Meine ersten Primeln dieses Jahr. Heute habe ich euch eine ganz einfache Tischdekoration und zwar mit Backpapier. Mal ganz fix ein paar Frühlingsblumen im Topf schön umwickeln mit Backpapier. Das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Als erstes halbiere ich mal so einen Backpapierzuschnitt. Dann wird der Ganze mal etwas zerknittert. So, als erstes werde ich jetzt hier meine weißen Tulpen umwickeln. Das Ganze werde ich dann mit einer Jute-Schnur umwickeln. Und zwar habe ich die Schnur jetzt doppelt genommen und binde dann eine Schleife damit. So, Nummer 2 ist jetzt eine weiße Hyazinthe. Da habe ich wieder ein anderes Band rumgewickelt und hier habe ich noch mal 3 Hyazinthen im Topf. Und jetzt meine schöne pinkfarbene Primel. Darf hier jetzt natürlich als Eyecatcher nicht fehlen. Im gleichen Farbton habe ich ein selbstklebendes Spitzenband. Das werde ich jetzt hier schön fixieren. Diese Bänder gibt es überall zu kaufen. Ich habe die in diesem Beige-Ton und auch noch weiß und es gibt es dann auch noch in verschiedenen Mustern. Natürlich ist es auch eine nette Geschenksidee. So könnt ihr dann anstelle eines Übertopfes auch mal mit Backpapier und ein paar Bändern schön was arrangieren. Von gekauften Weihnachtskugeln hatte ich noch diese Folie übrig. Die schneide ich jetzt zurecht und lege die schön unten in dieses runde Tablett. Darauf kommt jetzt das Moos. Hier lege ich jetzt den ganzen Boden mit Moos aus. Als nächstes kommen noch ringsherum getrocknete Ziergräser. Das gefällt mir farblich ganz gut zu diesem Backpapier. Jetzt kommen nacheinander meine Frühlingsblumen dazu. Ihr werdet jetzt gleich feststellen, dass ich diese pinkfarbene Primel noch mal anders platziert habe. Jetzt kommt noch ein wenig moosbesetzte Rinde dazu und auch ein paar Äste, die moosbesetzt sind. Als kleiner Gag setze ich jetzt hier noch diese Schnurrolle dazu und umwickle das Ganze jetzt noch mit einer Lichterkette. Jetzt habe ich noch eine kleine Hyazinthe, eine weiße übrig, die setze ich jetzt hier noch in eine Vespertüte und umwickle das Ganze auch noch mit diesem selbstklebenden Band. Die werde ich jetzt auch gleich außerhalb an das Tablett setzen
und zwar auf eine Baumscheibe. Ich werde jetzt noch ein Ziergraskränzchen rumwickeln, damit es oben einfach ein bisschen aufgehübscht wird. Ich umwickle hier einfach etwas Schnur, damit das Ganze etwas zusammenhält. Jetzt stelle ich diese Hyazinthe, wie eben erwähnt, auf diese Baumscheibe. Dann kommt noch mein Kronenkerzenhalter mit Kerze dazu und das kleine weiße Hirschgeweih. Und fertig ist meine Dekoration. Auch hier braucht man eigentlich nicht viel. Es ist einfach eine Idee, auch mit verschiedenen Bändern hier zu arbeiten und vielleicht auch farblich mit diesen Vespertüten und Backpapier, einfach, dass man das Ganze etwas abwechselt. Würde mich sehr freuen, wenn euch diese Dekoration gefallen hat. Grüße euch ganz herzlich, eure Sandra.